Aloha, wie der Schwede sagt. Herzlich willkommen bei Sailing Offline. Heute machen wir mal den zweiten Teil zum Thema Turnplanung. Ja, Turnplanung ist ein Zeichen von guter Seemannschaft und ein schönes Beispiel für gute Seemannschaft zeige ich euch jetzt hier. Also ich bin fassungslos. Gestern ist ein Stegnachbar hier eingelaufen. Also wir liegen hier an Fingerstegen. Der liegt Steuerbord von mir, hat sein Boot schön festgebunden und hat dann eine Leine gezogen. Einmal quer durchs Hafenbecken. Der hat mich eingefangen und zwei Boote neben mir. Fand er wahrscheinlich, denkt, dass sein Boot besonders sicher liegt und ob die anderen wegfahren können, scheint ihm echt egal zu sein. Der Hammer ist, der hat die Leine, die er durchs Becken gezogen hat, auf seine Wünschtrommel gesetzt und mit Musik angeknallt. Also die kann man jetzt gar nicht von dem Poller runternehmen, wo er sie festgemacht hat, von dieser Klampe. Ich müsste aufs Schiff und die auf seiner Winch lösen. Naja, nachdem er das Boot so schön festgebunden hat, hat er seine Flagge runtergenommen, das gehört sicher so, und ist nach Hause geflogen. Geil. Also ich muss echt sagen, ich habe schon viel erlebt, aber so eine Dreistigkeit, unglaublich. Also das ist unfassbar. Na gut, also viel Spaß beim heutigen Video. Es geht zum Thema Turnplanung. Wir müssen nochmal über die Orcas reden und über den Wind und das Wetter. Also viel Spaß, Film ab, danke. Been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I packed my bags and now I'm gone. Somewhere between the sun and the deep blue sea. That's where I'm from. Das ist herrlich. Die Urlaub. So schön habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Fangen wir an mit dem blödesten Thema überhaupt, das Thema Orcas. Also das Thema Orcas, also wenn wir hier uns auf dem Steg treffen und uns unter Segelkollegen unterhalten, das Thema Orcas nimmt mehr Raum ein als das Thema Wetter und Ziele, weil es ist halt so ein alles bestimmtes Thema. Etwas, was immer mitfährt. Wer jetzt gar keine Ahnung hat, wovon ich rede, dem erläutere ich das kurz. Momentan läuft ja im Fernsehen der Blockbuster Der Schwarm. Spannend gemacht. Ich guck's auch gerne. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass ich die ganze Zeit denke, das ist ja gar keine Science-Fiction oder keine Horrorgeschichte. Das ist ja leider wahr. Denn es ist mittlerweile so, seit 3 Jahren, dass Orcas Schiffe angreifen. Die attackieren die Ruderblätter. Mittlerweile sind schon 2 Schiffe gesunken vor der portugiesischen Küste. Also das ist definitiv kein Spaß. Ja, also, was machen, wenn Orcas ein Leib und Leben und Schiff bedrohen? Wie geht man damit um? Also was sich verändert hat in der letzten Zeit, es gibt jetzt neue Techniken und Taktiken. Also zuerst hieß es ja Maschine aus, alles abschalten, interessiert die nicht mehr. Anderes Thema war gewesen, rückwärts fahren, weil Orcas können nicht rückwärts schwimmen. Ja, die haben dann festgestellt, die können umdrehen und schwimmen dann rückwärts fahrend auch hinterher. Was jetzt eine neue Technik ist, was immer mehr gemacht wird, ist Krach machen, also richtig mit Theater und Krach. Ich habe auch gehört, dass Fischer Böller ins Wasser werfen, um die zu verscheuchen. Das scheint auch zu funktionieren. Für mich ist es trotzdem immer, ich will den ja nicht völlig verärgern. Also momentan macht er nur mein Ruder kaputt. Wenn er richtig angepisst ist, dann habe ich auch ein richtiges Problem. Also von daher weiß ich noch nicht so richtig. Was eine Zeit lang funktioniert hat, das war auch eine geile Idee gewesen. Die hat tatsächlich ein paar Mal funktioniert. Das ist Sand ins Wasser zu streuen. Also Orcas stehen da überhaupt nicht drauf, Sand in ihre Atemlöcher zu kriegen. Das ist so, wie ich auch nicht gerne Sand in der Pobacke habe. Man mag der Orca das auch nicht. Und infolgedessen sind die dann abgezogen. Mittlerweile haben die aber gemerkt, das ist sowieso immer nur ein bisschen Sand und das macht auch nichts. Und auch das funktioniert nicht mehr. Also es sei denn, man hätte einen ganzen Sandkasten an Bord und vielleicht noch einen Bagger. Ich habe weder Sandkasten noch Bagger, also die Option scheidet auch aus. Okay, also was mache ich zum Thema Orcas?
Das eine hatte ich euch ja schon gezeigt in meinem letzten Video. Wer es noch nicht gesehen hat, ist unten verlinkt. Ich habe mein Echolot abgeklemmt. Also das Echolot sendet Ultraschallsignale aus. Das sind Signale, die können Orcas hören. Und ich glaube, die Orcas sind von diesen Signalen genervt. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese Angriffe stattfinden. Selbst wenn es das nicht sein sollte, hat es einen Vorteil. Ein segelndes Segelboot ist eigentlich kaum zu hören. Und wenn ich jetzt noch mein Echolot ausschalte, dann bin ich akustisch nahezu unsichtbar. Das heißt, ich müsste schon über diese Orca-Schule drüber segeln, um deren Aufmerksamkeit zu erregen. Also das ist der eine Punkt, wo ich hoffe, damit komme ich vielleicht einigermaßen durch. Das andere ist, ich habe mir mal das Verhalten von den Orcas genauer angeguckt in den letzten Jahren. Und man kann da etwas Deutliches erkennen. Und meine Turnplanung ist tatsächlich von dem Verhalten abhängig. Nein, ich muss fangen mal anders an. Meine Turnplanung ist mittlerweile davon abhängig, wie der Blauflossen-Thunfisch seine Freizeit verbringt. Warum? Weil der Orca Feinschmecker ist, der frisst nur Blauwasser-Thunfisch. Und dieser Blauwasser-Thunfisch laicht im Winter im Mittelmeer, kommt dann im Frühjahr aus dem Mittelmeer langsam heraus nach Gibraltar und schwimmt dann in den Sommermonaten hoch nach Galizien und in die Biskaya. Und da der Orca Feinschmecker ist, frisst er nur diesen Fisch und schwimmt dem tapfer hinterher. Und das zeige ich euch jetzt mal auf der Seite Orca Iberica, wie sich das verhält und warum das eine Technik ist, wie ich hoffe, eine entspannte Segelsaison haben zu können. Hier sind wir wieder bei der schon mal vorgestellten Seite orcaiberica.org. Die Seite hatte ich ja in meinem letzten Orca-Video auch schon mal vorgestellt. Und das ist eine Seite von einem, ich glaube, das ist ein spanisch-portugiesisches Forschungsprojekt, die diese Orca-Angriffe erforschen, die Ursachen finden wollen und die Interactions, also die Interaktionen, so wird das immer schön genannt, aufschreiben, festhalten. Und dann schauen wir da mal rein. Also wem es auffällt, die Seite ist, wie gesagt, überarbeitet worden, neu. Ich habe jetzt hier bei Interactions die Recorded Interactions. Da klicke ich drauf. Chaka. So, jetzt habe ich hier Latest Interactions. Das sind jetzt die Interaktionen, die Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres stattgefunden haben. Das ist mir jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Ich will mal in das letzte Jahr reingucken, weil jetzt an der Stelle wird es interessant. So, also, das hatte ich beim letzten Mal auch schon erklärt. Diese Orcas stehen total auf, ich bin mir nicht ganz sicher, Blauflossen oder Rotflossen-Thunfisch, keine Ahnung, wie der heißt. Dieser Thunfisch laicht im Mittelmeer und geht dann im Laufe des Jahres vom Mittelmeer nach Norden in die Biskaya. Und weil der Orca ein Feinschmecker ist, also der Orca Iberica, die Unterart, die hier lebt, schwimmen die denen hinterher. So, das ist für meine Routenplanung jetzt von Interesse. Also, schauen wir uns mal den Februar letzten Jahres an. Da gab es erstaunlicherweise nur eine Interaktion. Die war vor Gibraltar gewesen. 22.02.22. Die scheinen auch Humor zu haben, das ist eine Schnapszahl, an so einem Tag heiraten auch Leute ganz gerne. Naja, also 22.02.22 hat irgendein Segelfreund Pech gehabt, weil der ist von den Orkis abgeräumt worden. Warum das so wenig Angriffe im Februar sind, hängt natürlich auch damit zusammen, dass da Winter ist und deutlich weniger segeln. Das heißt, es passiert weniger. So, jetzt gucken wir uns den März an, einen Monat später. Und dann sehen wir am 14.03.22 hat es einen Angriff gegeben. Das war auch hier relativ weit unten gewesen in der Algarve. Warum der hier auf Land schwimmt, weiß ich nicht. Ich denke, wenn ich näher reingehe, ja, dann sieht man hier, Lagos war das gewesen. Also in der Algarve, immer noch im Großraum, ich nenne das jetzt mal den Großraum hier, wo es ins Mittelmeer reingeht. So, jetzt im April fangen alle wieder an zu segeln und wir sehen, es passiert auch deutlich mehr. Also wir sehen jetzt hier die Straße von Gibraltar und es hat hier ganz viele Angriffe gegeben. Ich weiß gar nicht, was sind das hier? Um die 10. Wie gesagt, das sind nur die dokumentierten Angriffe. So, und jetzt sieht man hier, wenn ich mir die Iberische Halbinsel angucke, dass wirklich nur in diesem Bereich hier unten Angriffe stattfinden und hier ist tote Hose. Das war der April. Im Mai sind selbstverständlich noch mehr Segler rausgegangen.
Und es hat auch infolgedessen reichlich Angriffe, Interaktionen gegeben. Und wir sehen aber, dass diese Interaktionen wieder nur in der Ecke stattgefunden haben und dass die komplette portugiesisch-spanische Küste unbescholten geblieben ist. So, jetzt wird es langsam interessant, weil wir kommen in den Juni. Immer mehr Boote sind unterwegs, es wird wärmer. Der Blauflossen-Thunfisch will langsam Richtung Biskaya und wir sehen plötzlich, dass sich hier was verändert. Und zwar haben wir jetzt hier schon einen Angriff am 29.06., also Ende Juni im letzten Jahr, gab es einen Angriff bei Lissabon. So, das ist Sines, ja, also es ist noch ein bisschen unterhalb von Lissabon. Also hier bei Sines gab es einen Angriff. Sagres, 24.06., 24.06., 23.06. Also man kann eigentlich sehen, 29.06. hier ist noch eine Orca-Schule unten geblieben, aber hier kann man sehen, dass wahrscheinlich eine Orca-Schule sich schon auf den Weg nach oben gemacht hat und die haben halt ein paar Steinchen hinterlassen, und wo man die finden kann, weil auf dem Weg nach Norden haben sie dann auch die ersten Boote attackiert. Aber wenn ich nochmal rausgehe, sieht man auch, dass das nur bis hierhin gegangen ist, weiter oben ist noch nichts. Das war der Juni. Jetzt gucken wir mal in den Juli rein und plötzlich haben sich Dinge verändert. Weil wir sehen auf dieser Karte, dass hier unten in Gibraltar kaum noch was passiert. Dass sich aber an der kompletten portugiesischen Küste und vor allem jetzt hier oben, da wo ich bin, in Galizien, viele Angriffe ereignet haben und tatsächlich sogar auch einige auf der Biskaya und sogar vor Frankreich. Also, das war im Juli letzten Jahres gewesen. Und jetzt schauen wir nochmal, um es voll zu machen, in den August rein. Und dann sehen wir, dass hier oben vor A Coruña in Galizien der Teufel los ist. Also hier wird Boot-Jojo gespielt, bis der Arzt kommt. Und hier an der Küste passiert nicht mehr viel. Und unten Gibraltar ist eigentlich auch relativ ruhig, ne? Das Ganze wird immer extremer. Jetzt gehe ich in den September rein. Schauen wir da nochmal. Und dann sehe ich, spätestens im September ist hier unten nichts mehr. Also an der kompletten portugiesischen Küste und insbesondere hier oben in Galizien finden die ganzen Angriffe statt. Aber hier unten ist freie Bahn. So, was heißt das für mich? Ja, unschwer zu erkennen. Aufgrund der Beobachtungen der letzten Jahre kann ich das so machen, dass ich bis Juni freie Bahn habe, ganz risikolos segeln kann. Das heißt, ich würde dann bis Lissabon oder in die Algarve segeln. Dann mache ich 3 bis 4 Wochen Pause. Das ist die Zeit, wo die Orkis sich aufmachen gen Norden. Und das heißt, spätestens im August ist die Bahn frei ins Mittelmeer. Und dann kann ich auch die spanische Küste, die andalusische Küste, entspannt, gechillt besegeln, ohne Angst vor Orcas haben zu müssen, weil die sind dann ja da, wo ich jetzt bin, nämlich vor Galizien. Ja, kommen wir zum letzten wichtigen Thema, was die Turnplanung angeht. Wind- und Wetterrouting ist natürlich auch ein Thema, und ich zeige euch das mal auf der Webseite windy.com, wie sich das aktuell darstellt. Wir sind hier auf einer Webseite, die nennt sich windy.com. Gibt es auch als App. Was bei Windy ein großer Vorteil ist gegenüber anderen Wettervorhersagen, ist, dass hier mehrere Wettermodelle verwendet werden. Also ich habe hier erstmal das ECMWF, das GFS, das Icon EU und dann gibt es noch andere. Dann gibt es das Icon, das NAMS und das AROAM. Wobei ich eigentlich nur nach dem ECMWF gucke oder dem Icon EU. Ich glaube, das letzte Icon EU ist auch das, was der Deutsche Wetterdienst verwendet. Also das sind dann eigentlich recht verlässliche Vorhersagemodelle. Jetzt mal das Icon EU eingeschaltet und kann jetzt hier sehen, hier, ich bin ja hier in A Coruña. So, hier ist aktuell relativ viel Wind. Das merke ich auch an Bord, weil draußen hackt es und das Boot wackelt. Und vielleicht macht sie auch Geräusche im Hintergrund. Okay, ich möchte nächste Woche von A Coruña höher nach Muxia segeln. Das ist hier, hatte ich ja schon gesagt, da gibt es hier mal Picker, hier gibt es Lachse und da gibt es Muxia. Das sind Optionen, wo ich reinfahren kann. Und jetzt ist die Frage, gibt es in den nächsten Tagen einen Slot
ruhig losfahren kann. Also wir sehen hier aktuell mies. Wenn ich jetzt hier unten in der Timeline mal ein bisschen vorwärts gehe, so entwickelt sich das am Mittwoch. So, dann sehe ich, der Wind kommt genau aus der Richtung, wo ich hin will und der ist auch nicht gerade wenig. Also ihr seht hier jetzt am Mittwoch zum Beispiel, den 8., habe ich hier küstennah etwas weniger Wind. Ich gucke mir das mal an, wie sich das hier verhält, wenn ich hier wäre. So, jetzt habe ich hier die Windvorhersage, die gilt jetzt ab jetzt eigentlich. Also hier ist der Dienstag noch, da ist Mittwoch der 8. Und es ist aber tatsächlich auch da sehr viel Wind, also in Böen. Südwestliche Richtung, 38 Knoten. Und der Wind kommt ziemlich von der Nase, also das ist No-Go. Also da brauche ich mir keine Gedanken machen, da kann ich losfahren. Der Wind nimmt ein bisschen ab am Samstag, aber die Richtung ist halt immer noch völlig falsch. Also, momentan Stand jetzt, Dienstag, der 7.3., kann ich erkennen, ist an Abfahrt leider nicht zu denken. Was ich unabhängig davon, dass ich jetzt nicht losfahren kann, weil es mit dem Wind nicht passt, die aber auch noch sehen kann, das ist sehr interessant, das sind die Wellen, weil die sind auch sehr wichtig. Wir sind ja nicht mehr auf der Ostsee unterwegs oder auf dem Eiselmeer, sondern am Nordatlantik. Da ist Welle schon ein Riesenthema. Und ja, schauen wir uns das mal an, wie die Welle aussieht. Also ich klicke jetzt mal hier auf Wellen. Jetzt haben wir umgeschaltet. Das, was wir jetzt hier sehen, sind keine Windrichtungen mehr und Windstärken, sondern es sind Wellenrichtungen. Also man sieht, die Wellen ziehen halt ziemlich genau von West nach Ost. Und an der roten Farbe, unschwer zu erkennen, sind es auch nicht gerade wenig Wellen. Wenn ich jetzt hier in irgendeinen Bereich reinklicke, so, dann sehe ich hier Welle 2,8 Meter, Zeitraum alle 10 Sekunden, also das ist die Wellenperiode. Also alle 10 Sekunden haut mir so ein 2,8 Meter Oschi gegen die Offi und dolt mich durch die Gegend. So, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann erscheint auch so ein Kreis und in dem Kreis kann ich erkennen, wie die Wellen laufen und wie der Wind ist. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind hier, ich gehe mal ein bisschen näher da drauf, sind hier 2,4 Meter Wellen alle 11 Sekunden und der Wind hat aktuell 20 Knoten und kommt immer noch aus Südwest. So, also 2,4 Meter Welle alle 11 Sekunden, das ist okay, das kann man segeln. Also alles, was über 10 Sekunden ist, als Wellenperiode geht ganz gut. Wenn es weniger als 10 Sekunden sind, ist das schon ein sehr ruppiger, hackiger Tag, wo, weiß ich nicht, Fische füttern angesagt ist. Also, theoretisch wüsste ich jetzt, von den Wellen her könnte ich segeln, von der Windrichtung und Windstärke leider nicht. Windy sagt also, es ist windig und das hätte Windy mir gar nicht sagen müssen, weil wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich, dass es windig ist. Aber offensichtlich bleibt es auch die nächsten Tage so und ich bin froh, dass ich nicht jetzt losfahren muss oder möchte, weil das wird schon sehr ruppig und ungemütlich. Also aufgrund meiner jetzigen Erkenntnisse müsste ich wirklich jetzt weiter. Wäre es denkbar, dass man bis Malpica kommen kann, wenn ihr das erste Teil euch mal zurück überlegt. Da habe ich bei südwestlichen Winden eine recht gute Abdeckung und auch der Schwell läuft da nicht rein bei westlichen Schwellrichtungen, Wellenrichtungen. Das heißt, das wäre für Malpica gegeben. Und bei der vorherrschenden Richtung, Windrichtung Südwest, würde ich beim Anwindkurs, also ich könnte einen Anlieger nach Malpica segeln, aber das wird rau und ruppig und das ist völlig spaßfrei. Okay. Ich will aber am 15. los. Was mache ich also, wenn ich jetzt mal schon mir Gedanken machen möchte, wann ein guter Tag wäre zum Ablegen? Da ziehe ich jetzt mal den Windfinder zu Rate und das zeige ich euch auch noch mal kurz. Ja, Ladies and Gentlemen, the Windfinder. Also das ist eigentlich das gleiche wie Windy, nur finde ich, oder hat die Praxis gezeigt, dass bei Windy die Vorhersagemodelle besser sind. Aber ich benutze den Windfinder immer noch aus zwei anderen Gründen. Zum einen ist die Vorhersage wesentlich langfristiger. Je längerfristig die Vorhersage ist, desto unzuverlässiger. Ja, aber ich kann eine Tendenz erkennen. Also wenn ich jetzt warte, wann ein guter Zeitpunkt ist loszukommen, kann ich eigentlich beim Windfinder schon von der Tendenz erkennen, dass der Wind nächste Woche vielleicht dann auf Ost oder Nord drehen würde, was jetzt für meine Pläne besser wäre. So, also, und es gibt noch einen anderen Grund, warum ich den Windfinder ganz gut finde. Wir gehen da jetzt mal rein. So, jetzt kommen wir langsam nach Galizien. So, jetzt sehe ich hier dieser Kreis 162, das heißt, hier gibt es 262 Bezugsorte, teilweise mit Wetterstationen. So, wenn ich jetzt beim Windfinder
Sehe ich jetzt hier diese Kreise, dass wenn die grau sind, dann haben sie nur ein Vorhersagemodell und wenn das rot ist, dann haben sie auch eine Wetterstation. Das heißt, die messen dann auch den Wind. Jetzt bin ich hier Rosales, Coruña, dann sehe ich hier die Vorhersagen und die Messwerte. So, jetzt gucke ich mal nur kurz, was der Wind aktuell sagt. So, und dann sehe ich hier ein lieber Kokoschinski. Also Mittwoch ist der heutige Tag. Dass der Wind die ganze Zeit da ist. Also wir hatten hier um 12.23 Uhr haben die in der Spitze 10 Beaufort gemessen aus Südwest. Also jetzt ist es zwischen 8 und 10. Also es ist richtig Sturm draußen. Und es ist schön, dass ich hier in einer gut geschützten Stadt liege im Hafen. So, Vorhersagen kann ich mir jetzt auch angucken, wenn ich jetzt diesen Ort Rosales nehme. So, dann sehe ich jetzt hier, wie gesagt, 8. März, 9. März, 10. März, also das ist immer hier noch 34 Knoten. 11. März, hier geht der Wind langsam runter, also zumindest zum Abend hin. Hier geht er wieder hoch, also 13. März ist auch immer noch viel Wind. Und jetzt hier Dienstag, 14. März, merke ich, plötzlich gibt es eine signifikante Wetteränderung, Windänderung, denn ich sehe jetzt, dass der Wind hier deutlich runternimmt. Also hier sind es nur noch 3 Windstärken. Und hier kommt der Wind sogar aus Nord. Das wäre natürlich eigentlich eine schöne Windrichtung, wenn man nach Südwesten runter möchte. Mittwoch, wenn es dabei bliebe, würde ich eine schöne Motorfahrt nach Muxia machen. Ja, ich hoffe, das passiert nicht. Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, das ist keine verlässliche Zusage für den Tag. Aber ich sehe eine Tendenz. Also das heißt, es hat jetzt nochmal bis mindestens Montag stürmische Tage und dann ab nächste Woche ändert sich das Wetter und ich habe immer um die 3 bis 4 und die Windrichtungen ändern sich auch ständig. Also das heißt, da ist jetzt noch, sind noch viele Möglichkeiten. Vielleicht warte ich auch bis zum 16. oder so, um loszufahren, aber es sollte was gehen. So, noch ein Punkt, der beim Windfinder gut ist, das ist nämlich sehr übersichtlich. Also was Windfinder nicht kann, ist Wetter. Also diese ganzen Bevölkerungs- und Temperaturgeschichten beim Windfinder, vergiss das, das ist Quatsch. Also das hat noch nie gestimmt. Aber was wir hier noch sehen, sind die Tiden. Und zwar kann ich jetzt erkennen, dass am Mittwoch, den 15. März, in A Coruña um 9.16 Uhr Hochwasser ist und um 15.32 Uhr Niedrigwasser. Ist jetzt nicht wirklich wichtig. Wenn ich in den Ankergrund reinfahre, hilft es mir eigentlich, um die Kettenlänge abzuschätzen, wenn ich weiß, um wie viel Uhr da Hochwasser ist oder zu welcher Tide ich die Kette schmeiße, weil ich ja dann auch entsprechend mehr Kette stecken muss. Dafür ist das jetzt noch interessant, was Strömung und so weiter angeht. Es ist eigentlich pizzels egal. So, The Windfinder. Also, jetzt haben wir gesehen, dass wir jetzt eine Starkwindphase haben, dass das aber irgendwann durchzieht und am 14. März nimmt der Wind deutlich ab und wir können vielleicht am 15. März das machen, was wir immer machen mit der Offline, segeln gehen ohne Segeln, die Motoren offline, der einzige Segelkanal, wo wir alles machen, außer Segeln, sieht so aus, als ob am 15. wieder ein schöner Tag dafür sein könnte. Ja, Spaß beiseite. Ich muss gucken. Also wie gesagt, das war ja nur für euch als Einblick gewesen, wie ich mich da dran setze, was ich mir für Gedanken mache und bis zum 15. ist noch einige Zeit hin. Meinen Hafen habe ich jetzt hier bezahlt, also am 15. werde ich definitiv A Coruña verlassen. Ich war jetzt 6 Monate hier, glaubt mir, es war jetzt auch lang genug und ich will jetzt endlich weiter und es wird auch irgendwas gehen am 15., da bin ich mir sicher. Ich halte euch auf dem Laufenden und jetzt passiert noch was ganz Verrücktes, weil letzten Sonntag war hier Sommer. Da war hier echt Sommer, Sonne, Sonnenschein und es war Wind gewesen. Und ich habe was Verrücktes gemacht. Ich bin einfach mal segeln gegangen. Schaut es euch an. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Es ist Sonntag, der 5. März. Und ich bin ja immer noch in La Coruña, habe darum gehangen und überlegt, ey Thomas, was machst du denn heute mal? Und dann fiel mir ein, Thomas, du hast doch dieses Segelboot. Ja, und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, Thomas, geh doch mal segeln. Wahnsinn, das erste Mal Einhand dieses Jahr. Ein bisschen eingerostet, habe ich schon gemerkt, aber es kommt, ne? Also, wir sind schön am Wind, ich kreuze es mal rauf zum Tor der Herkules und dann fahre ich da mal einen Kreis drum und wieder zurück. Und ich glaube, dann habe ich mir ein paar Chappas verdient. Also, viel Spaß beim Gucken. Hm?
I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day's yet to come. Little Lucifer, Lucifer, little Lucifer. Ententeich? Nimmt das Boot Wasser? Nein, nichts davon. Gerade mal meine Lieblingsdusche benutzt. Die Außendusche. Ah, ist das schön. Im Hafen ist das ein bisschen blöd, wenn man sich da nackig auf eine Badeplattform stellt. Aber hier draußen juckt es keinen. Und endlich mal wieder frische Haare. Ne? Ha, ist das schön rauszukommen. Und es ist auch gar nicht kalt. Wie man hier sieht, nackte Beine läuft. So. Let the bullies beg for forgiveness. Keep the punks under the thumb. Let's dance with the dandelions while they sing a song. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Ach, so schön habe ich mir gar nicht vorgestellt. Days yet to come, little Lucifer, Lucifer, little Lucifer, many miles to walk on. Hey.